Wir legen los in 3, 2, 1. Los geht's. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist Podcast ist echt nicht einfach. Folge 80, liebe Freunde. Das hier, Achtung, ist der vorletzte Podcast, der auf dem Dan-Mackel-Kanal ausgestrahlt wird. Danach, ab dem 1. März, verschwinden nämlich alle Podcasts. Nicht komplett, sondern die wandern rüber zu einem neuen Kanal, der da heißt Podcast ist echt nicht einfach. Wer hätte das gedacht? Also abonniert auch den Zweitkanal Podcast ist echt nicht einfach, wenn ihr weiterhin alle Podcasts auch gerne sehen möchtet. Wenn ihr die einfach nur hört auf euren Endgeräten, dann passiert für euch gar nichts und ihr könnt weiterhin treu dem Podcast bleiben und weiterhin zuhören. Heute in der 80. Folge ist bei mir Julia Torgler. Sie ist Tänzerin, Luftakrobatin, Choreografin und vieles, vieles mehr. Was sie zu erzählen hat von ihrer Reise Österreich, München, Freiburg bis nach Essen, das erfahren wir gleich. Jo, da sind wir wieder und wir haben einen Gast, beziehungsweise die Julia ist heute da. Julia Torgler, wir haben gerade schon ein bisschen erwähnt, du bist ein richtiger Tausendsasser, wenn man das so sagen darf, oder? Ja, vielleicht kann man das so sagen. Ist gar nicht so einfach, das in einen Satz wiederzugeben, was ich alles mache. Aber du hast es schon richtig zusammengefasst. Also Tanz ist dabei, Artistik ist dabei, alles, was mit Kreativität zu tun hat, ist da irgendwie dabei. Und mit Körper. Du machst auch Yoga. Absolut, das habe ich zum Beispiel vergessen, kurz zu erwähnen. Auch sehr intensiv, aber auch du teilst es auch alles sozusagen. Also du unterrichtest auch ganz viele von diesen Dingen. Genau, also alles, was ich mache, teile ich am liebsten mit Menschen, weil allein ist ja langweilig und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also Yoga ist für mich zum Beispiel ein Weg, nachhaltig mit meinem Körper umzugehen, was wir ja brauchen, um uns kreativ auszudrücken oder um zu tanzen, um gesund zu bleiben. Wenn man deinen Lebenslauf so ansieht, dann merkt man, dass du ganz schön rumgekommen bist. Nicht nur, weil du Kreuzfahrtschiffe auch bespielt hast und ganz viel in solchen Sachen unterwegs warst, sondern wer ganz gut hinhört, der hört so einen leichten, charmanten Akzent. Du kommst nämlich gebürtig aus Österreich. Das ist richtig, ja. So ganz kriege ich ihn nicht weg. Ich habe auch immer dann meinen Online-Kurs, wo meine Mama noch mitmacht, dann falle ich auch doch wieder ins Österreichische rein. Aber das sind ja auch meine Wurzeln. Das also, macht es auch total charmant, muss man auch sagen. Genau, ja. Genau, geboren in Österreich, hast du irgendwann für dich den Impuls des Tanzes oder den Impuls der Bewegung für dich entdeckt? Gab es da irgendwie einen ganz bestimmten Moment, wo du gemerkt hast, ah ja, guck mal, irgendwie, das ist was, damit kann ich ganz gut was anfangen, mit meinem Körper, mit Bewegung, mit Tanz. Ja, das gab es bestimmt. Also ich bin wirklich in einem kleinen Dorf in Österreich aufgewachsen. Kuhdorf darf man das nennen, glaube ich. Aber, wie viele Einwohner? Ungefähr? 3000 ungefähr. Ah ja, guck mal, das ist ein bisschen größer als mein Ort. Genau, ja, also wunderschöner Ort im Salzburger Land, in den Bergen. Ich hatte auch wirklich eine super schöne Kindheit. Wow. Ich habe mit den Hühnern im Schlamm gebadet, kann man sagen. Aber ja, und ich war immer schon ein super kreatives Kind und habe halt gerne alles mit den Händen gemacht und draußen gespielt und kam dann irgendwie halt so zum Tanzen und habe halt gemerkt, das ist so meins, ne? Das möchte ich machen, da kann ich mich ausdrücken. Ich war halt eher so ein schüchternes Kind, ne? Ich wollte mal nicht viel quatschen, nicht so viel reden, kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Aber damals war das so und dann kam ich irgendwie über eine Freundin zum Tanzen, da gab es halt so einen Kindertanzkurs, habe ich mitgemacht und gemerkt, das ist so mein Ding, da kann ich mich ausleben, da kann ich meine Gefühle zeigen und bin dann dabei geblieben. Ne? Also meine Eltern haben mich da voll unterstützt, weil bei uns gab es ja auch jetzt nicht so viele Tanzkurse. Die haben dann wirklich mich auch in die nächste Stadt gefahren und mich immer unterstützt, dass ich das machen kann. Und so bin ich dazu gekommen. Also dann hattest du eine ganz besondere Gelegenheit, bei den Salzburger Festspielen aktiv mit auf der Bühne zu sein. Wie kam das? Das ist richtig, ja. Also meine Ballettschule damals, die hat uns da zu dieser Audition oder diesem Casting schon mit eingeladen und da wurden halt Kinderdarsteller gesucht für die Oper Falstaff. Mhm. Und da bin ich halt dann hin, ne? Wir sind alle hin und habe auch nicht viel drüber nachgedacht und ja, und das war dann irgendwie so die erste Produktion, in die ich reingekommen bin, so mit 10 Jahren, ich war so ein kleiner Stöpsel halt, ne? Ich sah eher aus wie 7 und dann in diesen Tütüs auf der Riesenbühne von Salzburger Festspielhaus, das war schon schön. Da habe ich dann so gemerkt, ja, das ist das, was ich so machen möchte. Das muss total prägend gewesen sein, wenn man so jung plötzlich auf dieser Riesenskala, also dieser Riesenbühne dann plötzlich steht, in diesem auf diesem großen Spektakel sozusagen, was ja auch irgendwie in die ganze Welt übertragen wird zum Teil.
Ja, als Kind kriegt man das auch anders mit, ne? So das Aufregendste war halt, dass ich in der Schule fehlen durfte zum Beispiel. Das stimmt. Das war natürlich super. Und so Kinder, macht genau. Kunst, dann müsst ihr nicht immer in die Schule. Kriegt ihr extra frei und alle sagen, nee, dafür darfst du gehen. Klar, na, aber natürlich schon auch einfach mit anderen zusammen und wir waren eine große Kindergruppe und hat Spaß gemacht. Sind dann alle mitgekommen, die beim Casting waren? Also seid ihr als komplette Gruppe gecastet worden oder wurde dann nochmal aussortiert und gesagt, na nee, wir haben schon genug Dunkelhaarige, du vielleicht nicht, oder? So wie man das halt jetzt auch von den Castings kennt. Ne? Also es musste halt so ein bisschen passen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube von unserer Schule waren es dann 3 oder so, die dabei waren. Aber jeder hat halt so seine eigene Erfahrung gemacht. Dann hat es dich gepackt und du wusstest, ah, guck mal, das ist das, was ich machen will. Und hast dann sofort eigentlich in deinem Werdegang das auch professionalisiert. Weil danach ging es irgendwann ins Internat. Genau, richtig. München. Genau, ich glaube, für meine Eltern war das dann irgendwie so ein bisschen schwierig auch, so weil ich wusste jetzt, ja, das will ich machen. Und meine Mama hat mich dann auch zu so einer Jobmesse eingeladen und da war halt nichts dabei für mich. Ne? Ich wollte tanzen und so vom Land, ne, ist das jetzt irgendwie nicht so einfach vorstellbar, dass das wirklich ein Beruf ist, von dem man leben kann. Ja. Aber ich wurde trotzdem immer unterstützt und so konnte ich halt mit 14 dann ins Ballettinternat nach München gehen. Wie stellt man sich das vor? Ein Internat hat ja eigentlich so ein, für mich das Wort Internat ist eher negativ behaftet, weil es so klingt wie ins Internat kommen nur die bösen Kinder oder im Internat ist man eingesperrt oder im Internat ist man erstmal weg von seinen Freunden und seiner Familie. Wie war die Zeit für dich? Für mich war das eine ganz, ganz tolle Zeit. Also klar war es natürlich eine Umstellung von zu Hause weg und ohne die Eltern und ohne meine kleine Schwester und so. Aber halt auch eine Zeit, wo ich mich auf das fokussieren konnte, was ich ja machen wollte. Ne? Also ich war morgens in der Schule und nachmittags beim Tanzen. Und es gab schon Regeln, es war sehr diszipliniert, aber für mich hat das gepasst, weil ich wollte das ja machen, ich wollte das ja lernen. Und es war schon ein bisschen auch wie so ein Landschulheim, ne? Also du bist dann mit den Freundinnen im Zimmer und ich fand es eine ganz tolle Zeit. Man lernt ja auch recht früh dann, also du warst jetzt 14, glaube ich, hast du gesagt? Man lernt ja sehr früh dann auch irgendwie selbstständig sein, schon da, also keine Ahnung, bei mir hat es gedauert bis zur Uni oder so, bis man das lernt, irgendwie alleine wohnen, auch wenn man nicht ganz allein ist, sondern man ist ein bisschen geführt und der Rahmen ist irgendwie abgesteckt, aber trotzdem ist man ja ohne seine Eltern und muss ja früh sich um seinen eigenen Stuff einfach kümmern, also irgendwie selber dafür sorgen, dass man genug saubere Wäsche hat oder all diese Dinge, die dazu dazugehören. So. Voll, ja. Also ich war schon bei meinen Eltern immer sehr behütet, musste nichts selber machen und dann wird man halt so ins kalte Wasser geworfen. Und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich was erreichen will, muss ich halt selber machen. Und das hilft mir bis heute. Wurdest du da auch gecastet? Also muss man sich auch vorstellen und wird man da gecastet für dieses Internat oder ist es einfach nur, wer bezahlt, der kommt rein? Nee, also man muss auch eine Aufnahmeprüfung machen. Die hatte ich dann auch gemacht und dann ging es halt auch nach der 4. Hauptschule bei uns, also 8. Klasse wäre das hier, geht es dann los. Ist es nicht sehr teuer auch, so ein Internat? Ballett? Ja, also elitär ein bisschen? Genau, also das Internat, das Übernachten da, natürlich musste man das bezahlen. Wie gesagt, danke da nochmal an meine Eltern, dass Liebe sie das Grüße, alles ermöglicht die Eltern von haben. Liebe Grüße. Ja, und aber die Schule, das war halt die Hochschule für Musik und Theater in München. Wenn man da aufgenommen wurde, konnte man halt da hingehen. Es waren halt auch limitierte Plätze und ich war da sozusagen in der Mittelstufe. Also ich war noch nicht im Vollstudium, wo du dann von morgens bis abends, sondern ich musste ja noch in die Schule gehen. Genau. Genau. Das heißt, das Basiswissen wurde dir morgens in der Schule vermittelt, ganz normal. Genau. Und dann nachmittags heißt es aber nicht so, viel Spaß mit der Freizeit, viel Spaß im Schwimmbad, sondern jetzt geht's nochmal in die Halle, jetzt geht's nochmal irgendwie an die Stange, nochmal trainiert. Genau, genau. Ballett ist ja irgendwo so ein, also A, so ein kleiner Mädchentraum, weil meine Tochter ist jetzt 7, die war dann auch im Ballett mit 5, 6 und so. Und ohne jemandem zu nahe zu treten, das hat so diesen Prinzessinnen-Vibe immer noch. Schon. Und das darf es ja auch sein, ich will das überhaupt nicht werten. Aber es hat irgendwie diese unfassbare Anziehung und Ballett ist aber auch so krass eine Basis für alles, was irgendwie zum Thema Tanz und Körper und Bewegung gehört. Ich glaube, das ist heute immer noch so. Ne? Ballett wird immer noch so, als wenn du das Grundbasis Ballett hast, dann wird dir vieles andere leichter fallen oder es ist der richtige Zugang dazu. Warum ist das so?
Das ist, weil im klassischen Ballett einfach so viel Wert gelegt wird auf die richtige Technik. Also, dass man nicht nur macht, weil es halt cool aussieht, sondern dass man wirklich auch schaut, wie muss ich das platzieren, wie muss ich das machen, wo muss ich mein Bein strecken, wo kann ich mir auch helfen, dass es halt einfacher geht und die Technik in allen Tanzstilen und auch in der Luft. Also, mir hilft die Balletttechnik auch bei der Luftartistik unglaublich weiter. Aber wer definiert denn, was richtig und was falsch ist? Also, Ich würde sagen, das sind physische Gesetze. Also, okay, ja, gut. Das ist einfach so, wie es funktioniert. Wenn ich halt aus Muskelkraft versuche, das Bein hochzuziehen, dann ist halt anstrengender, als wie wenn ich versuche, Dynamik und den Schwung und den Boden zu nutzen. Mhm, verstehe. Okay. So, also es ist eigentlich Physik. Ist es nicht auch, also wenn das so trainiert wird, so sehr, man ist ja sehr mit sich beschäftigt. Es gibt ja gar nicht so dieses Partnertanzen oder Miteinander. Wobei Gruppenchoreos gibt es schon. Pas de deux gibt es ja auch im Ballett, also Partnertanz, genau. Okay. Also Schritt zu zweit übersetzt, also das ist aber eigentlich dasselbe Prinzip. Da ist nicht, ich stemme die Frau jetzt nach oben, sondern das ist halt auch, wo muss man halten und wie kann man sich die Hebelwirkung zunutze machen und so weiter. Also es ist eigentlich sehr logisch, fast schon ein mathematisches Verständnis dahinter, aber das erleichtert es uns halt sehr. Total spannend. Also ich finde Ballett auch, ich gucke es mir total gerne an, tatsächlich. Mhm. Ich kann die Ästhetik darin total verstehen, warum man das mag. Manchmal, gebe ich zu, sind die Produktionen mir ein bisschen zu altbacken. Nicht alle. Es gibt auch viele moderne Ballettstücke, die toll sind. Das ist auch eine persönliche Geschmacksrichtung. Aber von der Ästhetik des Körpers her finde ich super. Super. Und vor allem auch diese Spannung, die dann die ganze Zeit da drin bleibt. Da warst du gut vorbereitet, weil dann ging es weiter von München gar nicht so weit. Es ist im Süden geblieben, Bundesland gewechselt. Genau. Und bist nach Freiburg gegangen. Witzigerweise auch unser letzter Gast, Salim Ben Mama, auch in Freiburg war. Auch da irgendwie Tanz gemacht hat, aber ihr habt euch da verpasst, das haben wir schon rausgefunden. Ja, leider, ja. Und hast da nochmal intensiver andere Tanzstile erlernt. Sozusagen. Genau, ich habe dann auf die Freiburger Akademie für Tanz gewechselt, weil ich einfach neben dem klassischen Ballett noch vielseitiger werden wollte und auch so ein bisschen mehr mit meinem Körper arbeiten wollte. Ne? Im klassischen Ballett sind ja schon auch bestimmte Vorgaben. Ich war halt immer zu klein, hatte zu kurze Arme, zu breite Schultern, so. Ne? Das ist jetzt im modernen Tanz oder im Jazz-Dance nicht mehr ganz so wichtig. Und so wie ich halt immer schon war, ich habe halt dann immer ganz viele Interessen und möchte noch mehr lernen und noch mehr ausprobieren. Und das war auch ganz richtig für mich, weil ich einfach eine solide Grundtechnik durchs Ballett hatte und habe aber ganz viele verschiedene Stile noch kennenlernen dürfen. Und genau, habe dann meine 3 Jahre Tanzausbildung in Freiburg gemacht. Und dann bist du abgeschlossen? Ist das ein Hochschulstudium? Oder wie sieht das aus? Genau, man kriegt dann ein Diplom als Bühnentänzerin. Ja. Dann ist man Bühnentänzerin. Und dann ist man plötzlich auf dem freien Markt. Findet man sich dann wieder so, schwuppsdiwupps, ist das so? Es ist halt so, man wird halt dann raus in die Welt gelassen und dann guckt man, was passiert sozusagen, ja. Aber das war auch dann bei mir. Dann habe ich viele verschiedene Sachen gemacht, bin viel gereist, war viel im Ausland. Du hattest ja auch schon gesagt, Kreuzfahrtschiffe habe ich ausprobiert und bin da in einigen Theatern auch wieder, habe mich wiedergefunden, unter anderem zum Beispiel in Gelsenkirchen im Musiktheater. Da habe ich eine Produktion mitgemacht, dann war ich hier im Moviepark und was man halt alles so mitmacht. Und so bin ich dann auch nach Essen gekommen. Moviepark ist für alle, die es nicht wissen, so eine Art Freizeitpark? Genau, richtig. Es ist ein Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen. Genau. Und also ich war nie da. Ich habe immer nur als Kind die Werbung gesehen davon und wollte immer unbedingt dahin, weil da gab es so diese Shows, ne? Also diese Stunt-Shows, genau. Also bei dir natürlich dann Tanzshows im Endeffekt auch. Das hat mich total fasziniert. Und auch so Filme nachgespielt oder so. War das in deiner Zeit auch so? Genau, ja. Also wir haben Back to the Movies, glaube ich, hieß eine Show. Es ist schon eine Weile her, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber was spannend war für mich in dieser Produktion war, ist, dass wir wirklich jeden Tag die gleiche Show 6-mal am Tag gespielt haben. 6-mal? Zum Teil, ja, also 4 bis 6-mal. Wow. Also ich habe dann auch mal, glaube ich, gezählt. Ich habe in dieser einen Saison 625 Shows gespielt. Die waren jetzt nicht so lang und auch nicht so anstrengend. Aber das war jetzt so schon auch spannend, ne? Etwas immer wieder zu machen und immer wieder die Chance zu kriegen, es zu perfektionieren, was Neues zu machen. Und ja, ich kenne das aber auch. Also bei mir 6-mal habe ich, glaube ich, nie eine Show hintereinander gespielt, aber vielleicht mal so 3-mal, 4-mal oder dann über längere Zeit 2 Wochen jeden Tag oder vielleicht mal irgendwie 2-mal am Tag. Dann ist man in diesem Loop unfassbar drin, ne? In diesem täglich grüßt das Murmeltier-Tag. Ja.
wo du irgendwann auch gar nicht mehr, also wie soll ich sagen, es hat was sehr Schönes, weil du bist wie auf so einer Insel mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, mit denen gehst du durch diesen Film und so immer und immer und immer wieder. Und wie du sagst, das Tolle ist, irgendwann merkt man, wie viel Zeit man zwischen den Dingen hat und wie, dass man immer weniger nachdenken muss. Was kommt denn jetzt? Worauf muss ich mich vorbereiten? Sondern alles läuft automatisiert. Hier, Kostümwechsel da, zu der Tür rein, zu der Tür raus, lelele, auf die Bühne, wieder zurück. Und dann kann man das füllen mit, wie du gesagt hast, immer besser werden. Also füllen mit noch kleinen Feinheiten. Oh, da könnte ich nochmal ein bisschen mehr so und den könnte ich mal nochmal so anspielen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, man vergisst so alles um einen herum. Also soziale Kontakte, vergessen die Eltern anzurufen, keine Ahnung, also allgemeine Sachen irgendwie im Privatleben haben und mit Freunden sich treffen. Also ging es dir auch so in dem Moment? Oder? Voll, also eigentlich auch immer, ne? Also wenn man in so einer neuen Show drin ist oder auch eine, die man schon länger spielt, deshalb machen wir das ja, ne? Weil man einfach vergisst, was außen drum noch ist. Man vergisst, dass man noch einkaufen muss oder die Küche putzen sollte oder dieses oder das ist ja das im Moment sein, ne? Was, deshalb machen wir das ja. Das stimmt, das trifft es ganz gut. Man, man ist nur da, man kann auch in dem Moment überhaupt nicht an irgendwas anderes denken. Nee, geht auch nicht. Man muss ja irgendwie auch gucken, gerade jetzt, wenn man dann auch Luftartistik macht, du musst ja im Moment da sein, du musst ja dein Seil greifen, sonst... Ja. sonst sieht es komisch aus für alle. Und alle warten ja auch auf dich. Also, es beinhaltet ja auch so, dass das natürlich der nächste Cue passiert, wenn Julia jetzt da runterpurzelt, dann kommt der Nächste und springt da rauf und da rein. Und wenn du das verpasst, dann verpasst der seinen Einsatz und so läuft dann der Domino-Effekt weiter. Du hast es gerade erwähnt, Luftakrobatik ist eigentlich ein Riesenthema bei dir, denn es ist nicht nur beim Tanzen geblieben, sondern irgendwann ist der Zirkus in dein Leben gekommen. Ja, also wie es halt immer so weitergeht. Ne? Ich war dann 2014 war ich in Spanien in einer Zirkusshow und habe da als Tänzerin damals noch... Wie kamst du da hin? Also auch ein Auto, Casting gemacht, neben dem Flugzeug tatsächlich. Ja. Ich habe da auch ein Casting gemacht und es war eine englische Produktion und dann bin ich da halt hin und habe das gemacht. Das habe ich einfach ausprobiert, war super toll, habe super viel gelernt und habe dann da auch ganz tolle Kollegen kennengelernt. Aber du warst da als Tänzerin? Ich war da als Tänzerin, genau. Und die Kollegen waren dann aus einer bulgarischen Zirkusschule und die haben mich dann auch immer mitgenommen in noch andere Shows und dann habe ich gemerkt, cool, das ist das, was ich auch noch ausprobieren möchte. Ne? Tanzen war immer mein Hobby, jetzt ist mein Beruf, brauche ich ein neues Hobby. Ja, richtig. Und ja, fand das ganz toll. Und als ich wieder zurück war in Essen, habe ich dann meine erste Stunde Luftakrobatik ausprobiert. So, Luftakrobatik hat ja ganz viele Facetten. Es geht Luftakrobatik an den Tüchern, am Tuch, was man so kennt, Aerial Silk. Es gibt Luftakrobatik am Rope, an einem Seil, was vertikal einfach hängt, worauf man sich bewegen kann. Es gibt Trapez als klassisches Element, glaube ich, was viele Leute kennen, einfach auch die zirkusfremd sind. Oder dazu statisches Trapez und schwingendes Trapez. Ja. Entweder kann man damit schwingen oder es bleibt auf der Stelle stehen. Und dann gibt es solche Dinge, die ich noch nie kannte, bis ich die Julia kennengelernt habe. Nämlich, es gibt etwas, das heißt Hammock. Ja. Das ist eine Art Hängematte. Ja, kann man sich so vorstellen. Aber eigentlich eher, es ist ein Netz, oder nicht? Oder ist Netz nochmal was anderes als Hammock? Genau, es gibt es in Form von einem Netz oder es gibt es in Form von einem Tuch, was ich halt hauptsächlich benutze. Es ist eigentlich wie ein Aerial Silk Tuch, nur halt nicht zwei Tücher, die runterhängen, sondern wie eine Schlaufe. Kann man auch gut drin schlafen. Ja, genau. Und es ist auch so, wie du sagst, wie so eine Hängematte. Ja. Und dadurch, dass es so hängt, hat es auch irgendwo die gleichen, oder gleich ist blöd gesagt, aber zumindest Ähnlichkeiten mit einem Trapez, was auch irgendwo so hängt. Ja. Und dann kommt durch das Silk aber wiederum die ähnlichen Sachen, die aus dem Tuch kommen. Genau. Und so verbindet sich das. Dann gibt es Lollipop. Das habe ich auch neu gelernt durch dich. Ja. Und Ring. Also Ring kannte ich schon vorher. Ein Ring ist einfach wie ein großer Hula-Hoop-Ring, könnt ihr euch vorstellen. Genau. Ein bisschen schwerer, der auch da hängt wie ein Trapez, meistens mit einem Drehgelenk, sodass er auch in sich selber sich drehen kann. Ein Lollipop ist die Alternative, wenn man irgendwo einen Auftritt hat und weit und breit ist kein Hängepunkt oder draußen Open Air irgendwo genau, spielt. Dafür ist der super. Es ist eine Pole-Stange mit einem Ring oben drauf. Genau, und die kann auch wiederum sich auf dieser Plattform, Plattform drehen. Also Luftakrobatik ist auch, wie wir sehen, gar nicht so einseitig, sondern total vielseitig. Auch wenn wahrscheinlich viele Sachen sich übersetzen lassen. Ja. So Luftregen, also, Trapez oder...
jedes Gerät hat halt so seine eigenen Sachen. Ja. Und also ich habe auch mit Ariel Silk, also mit Tuch angefangen. Ja. Die ersten 2 Jahre habe ich nur das gemacht. Das ist ja so das Gerät, mit dem man anfängt. Und da kann man auch super Kraft aufbauen, sowas auch trainieren und die ersten Tricks ausprobieren. Und dann war es ganz lang der Luftring, was halt so mein Steckenpferd war. Mhm. Mittlerweile ist es vor allem das Vertikalseil. Und aber das ist halt auch so super spannend, weil, wie du schon sagst, an jedem Gerät sind ähnliche Dinge möglich, aber doch ein bisschen anders. Und da kommt jetzt wieder das Ballett irgendwie ins Spiel. Ne? Wenn ich meine Linien habe, wenn ich meine Technik habe, weiß ich, wie ich das übertragen kann. Und das ist eigentlich ganz viel Recherche und Ausprobieren und Erforschen. Und das macht es ja so spannend. Man braucht extrem viel Kraft für Luftakrobatik. Meistens sind die Hände von Luftakrobaten und Akrobatinnen unfassbar stark. Ich habe das Gefühl, die können so eine Kokosnuss mit einfach einer Hand zerknetschen. So. Aber auf der anderen Seite ist es eben gar nicht so Kraft, die Technik bestimmt, sondern es ist vielmehr die Technik, die die Bewegung bestimmt. Also genau. Auch da, wie du sagst, es geht vielmehr darum, wie kann ich ohne Kraft oder mit dem mehr Aufwand an Bewegung und an Schwung und an alles Dynamische mitzunehmen, um in die Bewegung zu kommen, als immer wieder irgendwie mit Bizeps und Trizeps arbeiten zu müssen und sich die ganze Zeit festzuhalten, Fußknoten, Momente, wo man sich ausruhen kann und so. Ja, ja, genau, das ist auch eine falsche Auffassung, die es oft gibt, dass Luftakrobatik vor allem Kraft in den Armen und Schultern und so. Das nimmt ja auch, also es macht auch das oft vielleicht so eine Hemmschwelle für Leute, das auszuprobieren. Genau. Ich kann mich nicht selber... Genau, also natürlich braucht es Kraft und natürlich brauchen wir unser Conditioning, unser Kraftaufbautraining, um das zu machen. Aber da habe ich von meinem Körper auch ein bisschen was gelernt. Ich habe unglaublich kleine Hände für eine Luftartistin und unglaublich kurze Arme, was eigentlich überhaupt nicht sinnvoll ist, um dann Luftakrobatik zu machen. Aber andererseits liefert mir das halt die Möglichkeit zu sagen, okay, du hast nicht diese Gegebenheiten, wie kannst du anders dran kommen? Ne? Und das ist halt einfach das, wo ich gucken kann, wie kann ich denn jetzt mit zum Beispiel Gewicht Verlagerung oder mit dem Momentum oder mit der Dynamik besser arbeiten, dass ich das halt ausmerzen kann oder das ausgleichen kann. Und das ist einfach viel, viel schonender und nachhaltiger auch so zu trainieren. Klar, Krafttraining ist super, aber es braucht halt immer ein bisschen Verständnis dazu. Ist auch wieder Physik. Würdest du sagen, jeder, der das lernen möchte, kann das lernen, unabhängig von seiner körperlichen Physis? Ja. Super. Gebe mir genauso. Ich gebe Jonglieren genau den gleichen Weg. Ich glaube, ganz viele, also alle Zirkustechniken, wie der Name es sagt, sind Techniken. Genau. Und wenn man die Technik versteht, dann kann man das auch durchführen, unabhängig von dem, was der Körper irgendwie hergibt oder nicht. Man hat vielleicht Einschränkungen, weil jeder hat seine eigenen Einschränkungen, wie auch immer die sind. Aber dann findet man eben Umwege oder andere Wege und das macht einen dann auch vielleicht irgendwo individueller. Genau, sozusagen. Genau. Und für mich Technik, wie du schon sagst, für mich ist Technik eben auch das Verständnis, wie ist mein Körper, wie lang sind meine Beine in Relation zu meinem Oberkörper und wie kann ich das nutzen? Ja. Das ist für mich das Verständnis von Technik und nicht dieses, wie viele Klimmzüge kann ich machen. Ja. Die sind auch wichtig, aber halt nur zu einem bestimmten Prozentsatz. Ja, die kommen so mit dazu wahrscheinlich, wenn man dann merkt, oh, ich will aber das erreichen, das brauche ich aber mehr Kraft. Also investiere ich wieder mal in Krafttraining, um dann den Schritt zu gehen. Hast du das Gefühl, dass sich die Ästhetik von luftakrobatischen Nummern verändert hat in den letzten Jahren? Oder... Absolut, ja. Also das ist ja ein Trend momentan, der sich ganz, ganz schnell verändert. Ne? Also vor ein paar Jahren war das ja auch noch, da hatte man diese Spagate, die irgendwie von der Luft runterpurzeln im Kopf, wenn man... Faller, so typisches. Genau, Ding, Abfaller und lange Linien. Und mittlerweile ist es ja ganz anders. Also gerade der zeitgenössische Zirkus, da siehst du ja keinen Spagat mehr. Ja. Ne, da siehst du halt irgendwie krumme Beine und schöne Figuren und was weiß ich. Und total spannend. Also ich finde es wahnsinnig interessant, auch zu gucken, was kann man alles noch machen mit den Körpern und mit den Geräten und mit der Verbindung davon und... Da passiert ganz, ganz viel. Ich habe jetzt ein bisschen mal kurz meinen Faden verloren. Ich hatte so einen Gedanken von früher ist schwer zu sagen, aber in meiner Empfindung, als bei mir der Zirkus in die Welt kam, das ist jetzt dann auch 20 Jahre her, war Luftakrobatik immer sehr exposiert. Also es war so Kletter, Kletter, Wurschtel, Wurschtel, tada! In eine Pose rein und dann wieder Wurschtel, 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 wieder eine Pose rein und halten. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich das oft... gefühlt wiederholt hat. Also dass man gedacht hat, okay, hast du eine gesehen, ist jetzt übertrieben gesagt, aber vom Grundgefühl her so
Hast du eine gesehen, hast du alle gesehen. Und ich stimme dir total zu, dass vor allem der neue Zirkus da ganz viele Elemente reinbringt, sich zu trauen, sich davon mal zu lösen und dass es nicht immer nur um schön geht oder auch nicht immer nur um sexy geht, was auch oft leider so ein Stempel ist von Luftakrobatik. Absolut, ja. Auch, dass es nur Frauen machen, ist ein Stempel für Luftakrobatik, weil es gibt auch richtig tolle Männer, die Luftakrobatik machen, das darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube auch, dass es sogar zunimmt mittlerweile, so Männer, Frauen, das Verhältnis. Wie siehst du das in deiner... Absolut. Also ich kann dem gar nicht zustimmen, dass es weniger Männer gibt, weil gerade so im professionellen Bereich, es ist halt doch aufgrund der Physis für Männer ein bisschen einfacher, die schwierigen Tricks hinzukriegen. Krass. So, für die Frauen ist es dann wieder einfacher, in irgendeinem schönen Spagat zu sitzen, aber wie du schon gesagt hast, das ist es ja jetzt eh nicht mehr. Und was du auch gerade gesagt hast mit diesem Trend, ich glaube, das kann man gut so sagen, dass früher war es halt, guck mal, was ich kann, ja, und jetzt ist es halt, schau mal, wer ich bin. Ja, so. Schön, wow, das ist ein schönes Zitat. Ja, und das mag ich eben auch total gerne, diese Entwicklung von weg von, schau mal, was ich alles Tolles kann, zu, dass wir einfach mal ausdrücken, wer wir sind und egal, ob es jetzt irgendeinem Standard entspricht oder egal, ob es jetzt der ultimative Trick ist. So. Ja. Wir sind bei Luftakrobatik und du bist schon im Ruhrgebiet und dann war es nicht mehr weit bis zum Zirkus Schnickschnack in Herne. Das ist richtig. Und da würden wir ganz gerne natürlich nicht nur darüber sprechen, dass du beim Zirkus Schnickschnack bist, sondern auch über die neue Produktion, die da heißt Freedom. Richtig, genau. Also erzähl Freedom ist... Eine Produktion, die wir jetzt im Januar 2022 im Zirkus Schnickschnack gemacht haben, die ist schon viel länger in Planung und ja, Freedom, wie der Name schon sagt, geht um Freiheit. Die ursprüngliche Idee dahinter ist auch genau das, dass ja, wir uns mit dem Thema Freiheit beschäftigt hatten, aber im Sinne von, wie viel Freiheit brauche ich, um mich so bewegen zu können, wie ich das möchte. Ne? Also, ich muss irgendwie 5-mal in der Woche zum Training rennen, damit ich halt die körperliche Fitness habe, damit ich mich dann so bewegen kann, wie ich möchte. Und daraus hat sich dieses Stück ursprünglich entwickelt. Also ich habe mich ganz viel mit der Frage beschäftigt, muss ich jetzt wirklich diese ganzen Sachen machen, damit ich dann diese Tricks lerne? Aber man braucht halt so eine gewisse Basis. Wie beim Ballett, du brauchst halt die Technik, um dann diese Drehungen und Sprünge hinzukriegen und dich frei auszudrücken und frei zu tanzen. Ich vergleiche das gerne mit Musikinstrumenten. Ja, ja. Am Anfang sitzt du da und dir bluten die Finger und du denkst super viel nach über den nächsten Akkord und dann wieder nachdenken über den nächsten Akkord. Aber nach 2-3 Wochen machen deine Hände das automatisch und das Nachdenken geht runter, das Aua geht runter, dein Körper passt dich an. Und irgendwann, desto mehr du kannst von all diesen Akkorden, desto freier wirst du nachher in der Gestaltung, das wild durcheinander zu mischen, wie du eben gerade es fühlst sozusagen. Also gar nicht mehr so viel verkopft dann auch zu sein. Genau, also ich habe da immer so einen Maßstab, sobald ich während einer Übung oder eines Tricks drüber nachdenken kann, was ich morgen essen will, dann kann ich frei den Trick darin. So. Das ist super. Das kann man auf Jonglieren sogar auch übertragen, würde ich sagen. Genau. Ja. Genau, das war der Grundgedanke und dabei ist es aber nicht geblieben. Ich habe dann manchmal so Ideen, die teile ich mit Leuten und irgendwie finde ich immer jemand, der meine Ideen mit mir umsetzt. Zum Beispiel der Christian Stoll vom Zirkus Schnickschnack, den Liebe du ja Grüße. Auch kennst. Liebe Grüße. Liebe Grüße an Christian, der auch bald im Podcast sitzt. Ah ja, wie schön. Ja. Termin machen. Über den Christian haben wir uns ja auch kennengelernt. Richtig. Über den Zirkus Schnickschnack. Ganz genau. So ist das. Ja. Um nochmal den Rahmen zu machen, der Zirkus Schnickschnack ist ein Kinder- und Jugendzirkusschule mit verschiedenen Auftrittsgruppen aus Herne. Und Freedom ist eine Produktion mit sowohl professionellen Artistinnen und Artisten als auch mit eben Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen, alles, hast du mir gesagt, von 5 bis 50 war alles dabei. Genau. Wie viele Leute waren es insgesamt in der Produktion? Wir waren um die 30. Ja, ja. Das ist schon was. Genau, also genau, das war eigentlich die Grundidee dahinter, dass man einfach mal guckt, nicht immer nur zu sagen, okay, das sind die Artisten, mit denen arbeiten wir immer. Wir wollen das einfach mal raushauen und dann frei gucken, wer hat Lust, mit uns da was zusammen zu machen. Und es war auch richtig schön, was wir da irgendwie an Leuten zusammenbekommen haben. Okay, das heißt, ihr habt gar nicht unbedingt nur mit den Schülerinnen des Zirkus Schnickschnacks gearbeitet, sondern es waren Artisten aus dem Zirkus Schnickschnack dabei, aber es waren wirklich alles Mögliche. Es waren Schülerinnen von mir aus Essen, es waren Freundinnen von Bekannten, es waren Kinder von Freunden, es waren Leute, die wir alle gar nicht kannten. Und das war irgendwie einfach das Schöne, weil
Jede und jeder von diesen Leuten mit eigenen Fähigkeiten und mit eigenen Vorkenntnissen oder eben auch keinen Vorkenntnissen dazugekommen sind. Und wir hatten diese Grundidee von Freiheit, von wie bewege ich mich frei, die sich dann aber auch immer mehr ausgeweitet hat in was ist Freiheit denn überhaupt? Das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema. Ein sehr philosophisches Thema auch. Genau, ja, ja. Und es war für uns total spannend auch zu sehen, wie unterschiedlich die Leute dann auch mit dem Thema umgegangen sind, auch mit dem Thema Bewegung. Also gerade wenn man noch nie mit Zirkus zu tun hatte, bewegt man sich ja natürlich ganz anders, weil man gar nicht irgendwie davon blockiert ist, zu denken, das muss ja so und so aussehen und das die muss Regeln, ja. Genau, sondern man macht einfach und es war so schön und so spannend für uns zu sehen. Es war einfach so eine unglaublich tolle Gruppe. Also wir haben uns an den Wochenenden immer Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr getroffen und halt gemacht. Wir haben nicht wirklich ein großes Skript vorher geschrieben, sondern wir wussten, was wir ungefähr machen wollen und die Leute haben so viel selber eingebracht und dann gab es eine Nummer an den Seilen, dann gab es eine Nummer mit Kontaktjonglage, dann gab es eine Tanznummer und es ist alles irgendwie in gemeinsamer Arbeit entstanden und hat unglaublich viel Spaß gemacht und uns auch irgendwie alle ein Stückchen freier gemacht, weil wir uns alle so ein bisschen lösen konnten von, das muss genau so sein, da muss genau der Trick drin sein, weil es war wahrscheinlich spannend. Auch schön für alle, dass endlich mal wieder was passiert auf der Bühne und so, dass man wieder was machen kann. Premiere gab es schon im Januar, Ende Januar, vor 2 Wochen ungefähr. Richtig, Ende Januar. 2 Termine, aber es werden auch mal bald neue Termine geben. Genau, die neuen Termine oder die nächste Produktion ist in Planung. Wir wollen das auf jeden Fall wieder aufgreifen. Gerne auch mit noch mehr Artisten, die dazukommen oder die Artisten werden wollen oder es kann wirklich jeder mitmachen. Also das ist auch das Schöne an dem Stück. Da gibt es kein, ich muss vorher das können oder das Einzige, was man mitbringen sollte, ist Offenheit. Ja, und Bereitschaft wahrscheinlich auch dazu, Neues, genau. Neues zu machen. Und halt ein bisschen die Disziplin dann auch samstags zu den Proben zu kommen. Ne? Also, wenn ich da ist, mit dem kann man nicht arbeiten. Wenn ich da ist, kann nichts lernen. Ja, so. Ja, genau. Und, aber es ist voll schön auch zu sehen, wie sich dadurch auch Gruppen gebildet haben, die jetzt ihr eigenes Training machen. Und ja. Du bist da in der Rolle der Choreografin und Artistin parallel? Ja, die Idee war eigentlich nur so ein bisschen Choreografie und Regie zu machen. Dass ich selber mitspiele, hatte ich eigentlich gar nicht vor. Das hat sich dann aufgrund von Corona und kurzfristig positiven Fällen wieder anders ergeben. Ja. Ne? Aber war auch sehr spannend, so unvorbereitet auf die Bühne zu hüpfen und mal zu gucken, was passiert denn, wenn ich mich frei bewege. Wow, mutig. Ja, schön. Ja, also Du bist ja nicht nur auf der Bühne, wir haben gerade schon gesprochen, im Choreografie. Und wenn ich jetzt was lernen möchte von dir, dann kann ich das relativ einfach. Denn es gibt Möglichkeiten, Online-Kurse mit dir gemeinsam zu machen. Also es gibt Yoga-Kurse. Richtig. Es gibt, nennt man das Fitness-Kurse? Ja. Stretch and Wealth oder so. Conditioning und Stretch nenne ich das. Also es gibt eigentlich keine Grenzen bei dem. Alles, was irgendwie in die Richtung Kreativität, Bewegung, Tanz, Körperlichkeit ist, kann man irgendwie machen. Ich gebe Workshops und feste Kurse, vor allem im Ruhrgebiet, aber auch online. Tanzmotto gibt es. Tanzmotto, genau. Als eine Basis, wo man verschiedene, wie nennt man das denn? Tutorials? Nee, ist eher so ein Kurs, ne? Kann man eine Mischung machen? Genau. Ja. Auf Tanzmoto können wir gerne auch ein bisschen eingehen. Tanzmoto ist eine. Das jetzt alles. Genau. Sind einfach so viele Dinge. Tanzmoto ist eine ganz, ganz wundervolle Company und auch Tanzschule aus Essen-Kettwig. Und seit 2016 bin ich auch dort in der Company. Ich war damals in der Produktion Crossing the Lines als Tänzerin. Und mittlerweile hat sich da halt so eine tolle Zusammenarbeit ergeben. Wir waren dann 2018 auch in Palästina mit einer Produktion. Ja, und es gibt jetzt dort Kurse. Ich bin da Dozentin und auch Assistenz bei einigen Stücken schon gewesen. Und es ist auch eben eine Company, die mit professionellen Tänzern und Laien zusammenarbeitet. Überall eigentlich. Und aktuell, auch aufgrund der Situation, ist halt vor allem auch eine Online-Präsenz da. In der Mache, sage ich jetzt mal. Es gibt bald die Tanzmoto-App, wo man sich dann wirklich Kurse auch runterladen kann als App und sich die Übungen wirklich einzeln nochmal angucken kann. Und ja,
Genau, das kann man, da kann man dich sehen, aber nicht nur. Da nee, mehrere da gibt es ganz, ganz viele. Genau, also Richtungen. Es werden auch immer noch mehr gemacht. Es gibt, ich bin da mit der Modern Ballett Folge und mit der 20er Jahre Showtanz Folge. Und es werden aber noch mehrere gemacht und es gibt ganz viele unterschiedliche Trainer und Stile und von Yoga bis Contemporary Dance ist da wirklich alles dabei, was man machen möchte. Okay, das ist der Topftanz-Moto, der sozusagen gelabelt ist. Dann gibt es aber noch juliatorgler.com. Ja, richtig, meine Homepage. Website. Und das? Julia-Torgler, sonst genau. Findet man es nicht. Steht genau. Hier unten runter, kann ihr direkt genau. Verlinken und draufklicken. Genau. Richtig. Ja. Genau, da findet man halt Infos zu den anstehenden Workshops oder zu den anstehenden Online-Kursen. Mhm. Ich mache jetzt ja auch das 4 Wochen Aerial Intensive-Programm. Mhm. Was ich schon lange vorbereitet habe und schon lange auch machen möchte. Und jetzt endlich ist es dann soweit. Das ist wirklich ein Programm für Artisten oder werdende Artisten oder Leute, die einfach auf das nächste Level kommen wollen, ja. Wo wir wirklich Schritt für Schritt uns die Technik nochmal angucken, wie die so dahinter steht. Crashkurs oder? Es ist ein Intensivprogramm, ja. Es geht 4 Wochen. Und aber man kann, es ist alles online, man kann sich das selber einteilen. Ne? Also es sind Videotutorials und Beschreibungen und ein Trainingsplan, was man, der wirklich individuell auf die einzelnen Teilnehmer abgestimmt ist. Man guckt halt erstmal, wo ist die Ausgangsposition, wo möchte ich hin, was möchte ich lernen. Und dazu halt ein 1:1 Coaching, was immer total wichtig ist, weil ich finde den Trend zwar schön, aber auch gefährlich mit, ne, man guckt sich auf Instagram 1000 Videos an, ja. Und versucht das irgendwie nachzumachen und macht es halt dann irgendwie vielleicht doch falsch. Bei mir ist es einfach ein ganz, ganz großes Anliegen, was ja auch wieder zur Technik zurückzuführen ist, dass wir nachhaltig mit dem Körper arbeiten, so dass wir halt nicht nach 2 Tricks kaputt sind, sondern immer weiter was machen können und halt auch von vornherein das richtig lernen und versuchen, auch wirklich nur die Muskulatur zu nutzen, die wir brauchen und nicht halt den ganzen Körper unter Spannung setzen, weil dann können wir vielleicht 2 Minuten durchhalten, aber dann ist ja auch gut. Und das ist eben in diesem Intensivprogramm auch mit drin, dass man wirklich für sich nochmal guckt, wie ist mein Körper, was kann ich machen, um mir das Leben auch einfacher zu machen in meinem Training, was für einen Ausgleich brauche ich, da kommt Yoga wieder ins Spiel, also ein Rundum-Paket, um einfach so ein bisschen auf das nächste Level zu kommen. Genau, und dann hast du die Leute eben auch da immer wieder quasi face-to-face in einem Call sozusagen, wo man persönlich irgendwie darauf ankommen kann. Ich glaube, das hilft auch total viel in der Motivation. Also ich kenne die wenigsten Leute, die sich auch, egal wie teuer der Kurs war, du hast irgendwie einen tollen Kurs runtergeladen, wirklich die Selbstdisziplin auch zu haben. Ich mache das jetzt jede Woche und dann mache ich die Hausaufgaben bis zum nächsten Video. Sondern auch wenn du dann den Zugang hast, von mir aus zu 30 Videos, ja, dann springst du schon mal hin, guckst dir das mal an, oh nee, da habe ich aber gar keine Lust. Und so verschwimmt es so gerne. Ich zumindest brauche jemanden. Ja. Der mich wöchentlich oder monatlich mal abfragt oder zumindest mal, also ich finde das auch total wichtig und auch schöner, weil eben auch jeder anders ist und an andere Problemstellungen kommt oder andere Dinge hat, wo er sagt, es wäre jetzt aber toll, mal mit dem Menschen zu sprechen, um einen anderen Rat, andere Form von Rat zu holen oder einen anderen Tipp. Und manchmal ist es ja nur genau der kleine Tipp, den jemand wie du, der schon längere Erfahrung hat, genau sofort sieht. Pass mal auf, probier mal das. Und schon ist der Knoten gelöst und dann geht's weiter. Und das ist irgendwie, fühlt sich alles viel besser an. Und du hast recht, es ist zwar cool, dass man mittlerweile alles online lernen kann, aber es ist auch eben in der Fülle, ist es eben fast zu viel auch irgendwo auch. Also. Genau, und also ich habe das ja bei mir auch gemerkt. Ne? Im Lockdown habe ich auch gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich versuche ganz viele neue Tricks zu lernen, habe mir 100.000 Videos angeguckt und dann ist das halt so. Ne? Aber ich hatte dann auch das Glück, einfach ganz tolle Online-Lehrer zu finden, wo ich auch erst dachte, Luftakrobatik online zu lernen, wie soll das gehen? Aber das funktioniert super. Cool. Also das, ich würde es auch nie wieder aufhören. Ne? Ich gehe wöchentlich zu meinen Kursen und ich lerne da so viel und spare so viel Zeit, weil ich nirgendwo hinfahren muss, spare auch noch Geld, weil ich nicht irgendwo hinfliegen muss, um diese Workshops zu machen. Ja. Und das ist so, so sinnvoll und bringt mir so viel, einfach, dass da auch jemand ist und sagt, hey, super, du hast deine Hausaufgaben gemacht, jetzt schau noch mal an dem Trick. Und genauso möchte ich das ja auch weitergeben, ne? So, dass sich das einfach verbreitet, weil mir das einfach so am Herzen liegt, ist, dass wir nicht nur mit unserem Körper arbeiten und kreativ sind, sondern halt auch so mit dem Körper arbeiten, dass er gesund bleibt und fit bleibt und dass wir auch Spaß dabei haben, weil wenn wir immer irgendwie dann mit Schmerzen aus dem Training gehen, ist ja Quatsch, da kommen wir auch nicht weiter, weil dann blockiert der Kopf also und dann motiviert dann auch nicht, dann hört man auch eher auf, dann wird man sagen, ja nee, das fühlt sich für mich nicht richtig an, ja das stimmt, ja.
Es ist erstaunlich, wie sehr die Welt da jetzt zusammengewachsen ist. Mhm. Ich meine, natürlich nochmal durch die Situation aktuell gab es erstmal den unfassbaren Bedürfnis für alle, dass man remote online irgendwas machen kann. Aber es hat sich auch mittlerweile, die Qualität ist besser geworden von den Angeboten. Also es ist nicht nur irgendwie jemand im Wohnzimmer, sondern es wird immer besser, es wird immer genauer, immer feiner. Man macht sich viel mehr Gedanken über die Art, die Form der Präsentation von sowas. Und auf der anderen Seite die Akzeptanz, auch mal zu Hause sowas zu machen, sich Platz zu räumen, frei zu räumen. Wie du vorhin gesagt hast im Vorgespräch, erstaunlich, was ein Wohnzimmer alles so hergeben kann, wenn man dann muss. Ja. Ne? Und sich so auch dann irgendwie das sozusagen selber auf diese Distanz sozusagen trotzdem beibringen kann und trotzdem ein Gefühl hat von, ich habe das mit Menschen zusammen gemacht. Wir haben das oder als Gruppe zusammen gemacht, obwohl es eben nur remote ist im Moment. Und es ist erstaunlich, wie welchen Weg das geht. Ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Ich kann es noch gar nicht so sagen, aber ich glaube, dass wir es nie wieder wegkriegen. Also ich glaube, beides wird parallel zueinander laufen. Weil eben, wie du sagst, da ist vielleicht der krasse Dozent aus Birmingham und ich will aber nicht und kann aber nicht nach Birmingham jetzt für 2 Wochen fliegen. Ja. Aber ich will genau von dem Dozenten diese Infos, diese Tipps haben, diesen Kurs haben. Dafür ist es super, super, super toll. Und ich finde, es generiert auch so eine ganz besondere Energie. Ne? Also manche von den Kursen, die ich mitmache, da ist der Dozent halt in Spanien und einer von den Schülern in Amerika. Und ich bin in Deutschland und einer ist in Norwegen. Und wir sind aber alle gemeinsam an einem Projekt dran und arbeiten an einem Ding. Und es geht über die ganze Welt. Das ist eigentlich so was Schönes. Ja. Und da kann man echt nur sagen, danke, dass wir diese Technologien haben. Ja. Auch wenn wir natürlich lieber mit Leuten in einem Raum sitzen. Aber mit denen könnten wir jetzt eh nicht in einem Raum sitzen, weil die halt auf der anderen Seite der Welt sind. Und es ist was ganz, ganz Besonderes, dass wir einfach über die Welt unser Wissen so viel einfacher teilen können. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Ich habe auch so ein Gefühl, dass die Bereitschaft, zumindest bei uns in den westlichen Ländern, viel mehr gewachsen ist, dass man sich selber was gönnt in Form eines Kurses. Also, dass man viel mehr mittlerweile bereit ist, in sich selbst zu investieren und zu sagen, gib mir jetzt eine gute Zeit. Weil ich wollte immer schon Luftakrobatik lernen oder ich wollte immer schon jonglieren lernen oder ich wollte immer schon programmieren lernen oder irgendwas in der Richtung. Und es gibt jetzt einfach die Möglichkeit. Es gibt einfach die Möglichkeit, online das zu machen, Kurse zu finden, Trainer zu finden und sich das selber sozusagen auch anzueignen. Das ist nicht mehr wie früher, wo du irgendwie in der Schule alles mit auf den Weg bekommen hast. Die Welt verändert sich super schnell, die Anforderungen verändern sich. Aber auch Präferenzen verändern sich, unser Körper verändert sich, wie auch immer. Und so kann man viel einfacher jetzt sich das nehmen, was man so gerne hätte. Also man kann so, ne, sich so, das so rauspicken, was für einen persönlich dann irgendwie am besten passt. Voll, Es ist echt super. Ja, das hast du super schön gesagt. Und es ist auch, für mich ist da auch so ein bisschen Yoga-Philosophie drin. Da gibt es zum Beispiel diesen Satz, you can't pour from an empty cup. Und das ist eigentlich dieses, wie du schon sagst, man darf sich jetzt rauspicken, was brauche ich für mich und was möchte ich für mich lernen, damit ich es dann halt auch wieder weitergeben kann. Und da haben wir jetzt einfach diese Möglichkeiten. Ne? Wir müssen nicht mehr irgendwie das lernen, was vielleicht die Eltern gelernt haben, sondern wir dürfen gucken, was sind unsere Fähigkeiten, was sind unsere Gaben, die wir irgendwie verbessern können, um sie dann halt wieder weiterzugeben und uns gegenseitig zu inspirieren. Und das ist eigentlich, schön. Du hast angesprochen, es gibt auch einen Tanzkurs, der sich mit dem Thema 20er-Jahre-Tanz beschäftigt. Wir sind ja jetzt mitten in den 20er Jahren. Das ist richtig. Trifft sich doch ganz gut, aber es geht nicht um die 2020er Jahre. Es geht um die 1920er Jahre, ja. Genau. Und zwar der 20er Jahre Showtanz-Workshop oder Kurs, das ist ein Teil von Vintage Varieté. Das ist eine Showproduktion und auch eine Workshop-Reihe. Genau, Lisa Graf war hier schon zu Gast, auch als Tänzerin, die da mitwirkt, aber ihr seid richtig viele, ne? Ja, wir sind ein 8-köpfiges Ensemble, aber darauf ist es nicht beschränkt. Ne? Da sind noch viele Techniker und Theater und so weiter dabei. Das ist auch so ein Projekt, das sich immer weiterentwickelt und auch ein Herzensprojekt von mir auf jeden Fall. Ja. Das es schon lange gibt und Lisa hat, glaube ich, auch schon einiges erzählt in dem Workshop, dass sich auch schon so verändert hat und halt auch der Zeit angepasst hat. Mhm. Also mittlerweile gibt es die Show an sich schon fast 6 Jahre. Das ist ein abendfüllendes Programm mit Tanz, Akrobatik, Physical Comedy, alles Mögliche. Also es ist ein sehr bunter Mix tatsächlich zum Thema 20er Jahre und wahnsinnig tolle Kostüme.
die Kostüme alle gemacht? Wer hat denn diese Kostüme alle gemacht? Nein, zum Teil sind sie schon gekauft, ja. Zum Teil habe ich ein bisschen dran rumgenäht. Gott sei Dank hat man in Österreich das auf dem Land noch gelernt, ne? Wie man näht und mit der Nähmaschine umgeht. Das kommt mir auch sehr der Skill gut. Ist ein guter Skill, auf jeden Absolut. Fall. Absolut, nochmal danke an die Mama. Aber ja, da hole ich vielleicht noch ein bisschen aus nochmal. Ja. Also das Vintage-Varieté ist entstanden aus der Show The Swinging Foxes. So war es früher. Das war einfach eine kleine Kabarett-Show mit zwei Kollegen von mir. Ein Sänger, zwei Tänzer hatten wir gemacht, ne? Und so ein bisschen versucht, was aufzubauen. Es war so im gar nicht auf die 20er beschränkt, sondern 20er, 30er, 40er, 50er Jahre. So ein bisschen in dem Stil amerikanisch. Und ja, daraus hat sich das nach und nach entwickelt, dass irgendwie immer mehr Tänzerinnen dazugekommen sind, zum Beispiel auch die Lisa. Und dann in den letzten 2 Jahren hat sich ergeben, dass unser Sänger eben nicht mehr dabei ist. Und wir waren natürlich jetzt alle hier zu Hause, ne? Pandemie und so. Und dann kam halt die Idee, wir haben jetzt Zeit. Cool, was machen wir jetzt? Wir haben so viele tolle Leute, die mit uns was machen wollen. Und dann ist die Vintage-Varieté-Show eben größer geworden. Meine Kollegin, die Phyllis Rode, mit der ich auch schon lange viele Sachen mache, hat mich da jetzt auch mega unterstützt. Und wir haben das zusammen eben größer gemacht und sind jetzt ein 8-köpfiges Ensemble. Und wir haben diese Vintage-Varieté-Show, ein abendfüllendes Showprogramm, wie du schon sagst, über die vielseitigen Facetten der Frau. Also es ist lauter unterschiedliche Charaktere, die auch so ein bisschen die Geschichte der Frau in den letzten 100 Jahren auch wiedergibt. Was hat sich so alles verändert, ne? Mit dem Wahlrecht, das vor 100 Jahren dazu kam und auch so kleine Sachen, ne? Plötzlich dürfte man Minirock tragen, plötzlich dürfte man arbeiten gehen ohne die Erlaubnis vom Ehemann. Aber auch, ist nicht so sehr politisch, es ist auch einfach so ein bisschen auf die schönen Sachen vom Frausein ausgerichtet. Genau, aber, und das finde ich so besonders daran und allgemein an dieser Arbeit, die du auch machst, es bedient nicht nur das Thema hübsch sein. Nee. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht nur... da tanzen hübsche Frauen mit kurzen Kleidern und man stellt sich vor, im Publikum sitzen lauter mittelalte Männer auf einem Betriebsausflug von ihrer Firma, die darüber dann lästern oder so. Ne, dieses Bild irgendwie eben macht das so schön auf eine Art und Weise, dass sie einfach wirklich was erzählt und erzählt es eben genau aus der richtigen Perspektive raus, nämlich aus der Perspektive der Frau darin, weil ihr alle Frauen seid und weil ihr das genau den Weg und diese Perspektive erzählen könnt. Und trotzdem mit eben dieser Prise auch Selbstironie und sich selber nicht trotzdem zu wichtig nehmen oder auch die gesellschaftlichen Themen nicht mahnend oder belehrend irgendwie einzubinden, sondern auf eine ganz humorvolle Leichtigkeit, leichte Art und trotzdem das zu beleuchten, wie Frauen sich verändert haben im Laufe der Zeit, wie die Gesellschaft sich verändert hat. Genau, also wie wir uns ja auch verändern in den letzten paar Jahren, haben wir uns in den letzten 100 Jahren verändert. Genau, das ist eben mir immer auch ganz wichtig, ne, dass man die Dinge nicht zu ernst nimmt. Ne? Man verkopft sich schnell irgendwie mit so Sachen und von außen müsste das so und so und so. Und gerade beim Thema Frau, ja, wir sind Frauen, aber wir sind halt auch Mütter oder Freundinnen oder kleine Mädchen oder Menschen halt einfach, ne? Und solche Sachen kommen auch in der Show einfach mit rüber. Jeder darf so sich selbst spielen. Also es hat auch jede ihre eigene Rolle und eigentlich spielt sich jede selbst, muss man wirklich sagen, mit allem, was dazugehört. Ne? Ja. Also mit heute bin ich mal verrückt und heute bin ich mal die feine Dame und heute bin ich mal die Mutter und heute muss ich mal die stinkende Windel wegräumen. Das gehört halt auch dazu und das macht das Leben ja aus. Ne? Ja. Also jeden Tag nur hübsch zu sein und zu lächeln, das sind wir halt auch nicht. Und das macht ihr super darin. Also ich auch die leicht clowneske Physical Comedy Nummer von Lisa und dir, die ich dann, glaube ich, da, als wir uns kennengelernt haben. Das ist richtig, fürs Schwimmbad-Varieté. Ja, da hat sich viel verändert. So. Also das, was mir halt auch total wichtig ist, das Vintage-Varieté ist jetzt nicht nur eine Showproduktion, sondern es ist halt auch eine Plattform, ne, für Künstlerinnen und auch für jeden und jede, die Lust hat, an sich zu arbeiten und
etwas zu entwickeln. Und es funktioniert auch wunderbar, weil es entstehen irgendwie am laufenden Band neue Nummern und dann kommt irgendwie wieder, ja, wir haben jetzt noch eine neue Pole-Nummer und wir haben jetzt noch das und wir haben jetzt noch dieses und die Leute wachsen in ihre Rollen rein und wir hatten jetzt letzten Freitag eine Show im Theater Waltrop, wo ich zum ersten Mal selber nicht mitgespielt habe. Ich durfte es mir mal von außen anschauen, es war auch schön. Finde ich auch spannend. Ja, sehr spannend, aber auch total schön zu sehen, wie dann die Nummern, die ich eigentlich Spiele total schön von anderen Leuten umgesetzt werden, aber auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und das, ja, es ist wirklich ein ganz besonderes Ensemble, muss ich sagen, wo so viel Unterstützung und die treffen sich noch in der Freizeit, um das nochmal durchzumachen und telefonieren und machen nochmal den Text durch. Das macht ganz viel Spaß. Man merkt auch dein Herzblut, was da drin steckt. Als professionelle Artistin, Tänzerin hast du natürlich extrem mit deinem eigenen Körper zu tun und musst dich auf den verlassen können. Inwieweit, vor allem weil du Luftakrobatik auch machst, spielt so Risiko eine Rolle oder ich nenne es mal Verletzungsgefahr oder Verletzungen? Wie stehst du dazu? Natürlich spielt das eine große Rolle, aber ich glaube, da ist auch Vorbereitung das A und O. Mhm. Deshalb ist halt für mich vor allem meine tägliche Yoga-Praxis, sage ich jetzt mal, das, was mir einfach die Sicherheit gibt, zu wissen, ich tue für meinen Körper das, was er braucht. Der kriegt sein Krafttraining, der kriegt sein Stretching, der kriegt auch seine Ruhe und Regeneration, wenn er sie braucht. Ja. Und das ist halt einfach, Körperverständnis ist nicht was, was man hat, sondern was man halt auch jeden Tag üben muss und jeden Tag wieder aufs Neue. Okay, heute ist es so, was kann ich heute meinem Körper tun, damit er sich besser fühlt und das auch mitzunehmen ins Training. Ne? Also ich bin dann auch immer ganz begeistert, wenn ich Leute sehe, die sich aus 8 Metern kopfüber nach unten stürzen in einen Drop, den sie eigentlich gar nicht können, sondern wirklich halt vorher zu reflektieren, was passiert denn dabei, was kann mir passieren, kann ich das machen oder nicht. Und das ist ganz viel Arbeit halt, aber total spannende Arbeit, ne? Weil man immer wieder was Neues lernt. Gibt es ein Ding, wo du sagen würdest, also, das mache ich nicht, das ist mir zu gefährlich, das... Ganz viele. Ja. Also ich bin ein unglaublicher Schisser, auch wenn man das nicht denkt. Also auch so, wenn ich neue Tricks lerne, ich brauche ewig. Ne? Also ich brauche da ewig, bis ich das alleine mache, ohne Unterstützung und so. Weil ja, mein Körper ist mein Kapital, so wie von uns allen. Ne? Also, aber deshalb ist es mir halt umso wichtiger, da halt auch ein besseres Verständnis auch weiterzugeben, wie können wir auf unseren Körper aufpassen, und deshalb gibt es ja auch die ganzen Yoga-Kurse und das ist für mich auch alles eins, ne? Yoga und Artistik und Tanz, das gehört zusammen. Ne? Bewegungskunst, kann man das einfach nennen. Genau, also das eine ist die Regeneration für das andere und das ist einfach auf sich Acht geben, ne? So wie man auch, wenn man gesundes Essen isst, wird man ein bisschen energetischer sein, als wie man die ganze Zeit Pommes und Cola zu sich nimmt, aber das ist auch ein Prozess, den man so ein bisschen für sich lernen darf. Ja, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit angekommen. So schnell das geht das. Geht immer sagen, alles immer super schnell. Wo geht es hin? Oder anders gefragt, wenn du in eine Zeitmaschine steigen könntest und du würdest die Julia von in 5 Jahren besuchen, was würdest du sehen? Das ist ganz, ganz spannend, weil ich mir immer so Pläne mache und dann feststelle, die Pläne haben zwar funktioniert, aber 10.000 andere Dinge sind auch noch dazu gekommen. Ja. Also bin ich ganz, ganz neugierig, was in 5 Jahren noch so alles passiert. Ich wünsche mir natürlich, die Showproduktionen, die jetzt halt gerade auch so angefangen haben, gestartet haben, noch größer zu machen und auch einfach der Community hier noch ein bisschen mehr Platz zu geben, noch ein bisschen mehr Raum, um sich kreativ auszuleben und sich auszuprobieren und ja, auch einfach mit dem Zirkus Schnickschnack und mit dem Vintage Varieté und mit Tanzmoto einfach eine große Community zu machen. Ja, das ist eine schöne Idee. Und einfach, ja, was ich finde, was einfach ein bisschen fehlt manchmal hier, ist der Raum, wo man einfach man selber sein darf und auch mal Fehler machen darf und auch mal, ja, jetzt ist halt dir ja Ball runtergefallen beim Jonglieren. Ist halt so. Dann heben wir ihn wieder auf. Das gehört ja zum Prozess. Absolut. Wenn er nie runterfällt, dann wüssten wir ja gar nicht, was Schwerkraft ist. So. Genau, und also, wir wissen auch nicht, was wir nächstes Mal verändern können. Genau, also. Jonglieren hat mich extrem gelernt, Fehler zu umarmen, Fehler mitzunehmen, Fehler zuzulassen und das auch übertragen auf das alltägliche Leben. Ja. Nicht diesen Perfektionsdruck zu haben, sondern sogar im Gegenteil zu seinem Fehler zu stehen zu können. Sagen, pass auf, das habe ich falsch gemacht. Aber weil ich es mir bewusst bin, kann ich es nächstes Mal
besser machen und verändern. Ja. Wenn ich das nie mir zulasse, sozusagen, dann werde ich auch nicht besser. Ja. Und das ist wieder beim 1% jeden Tag ein bisschen. Genau, zulegen. Das ist sehr, sehr schön. Und es ist ja auch, der Weg ist das Ziel, ne? Also, ja. Weil, also das ging mir auch schon ein paar Mal so, dass ich auf was hingearbeitet habe und ich wollte das unbedingt und dann hatte ich's. Ja, und dann? Es gibt einen sehr schönen Spruch, der heißt, der Weg ist im Ziel. Hm. Der ist auch nicht schlecht. Das, nee, ja, Entschuldigung, ja. Andersrum, pass auf. Das Ziel ist im Weg, so ist es. Das Ziel ist im Weg, ja, aber das stimmt ja das auch. Das ist schon doppeldeutig. Das Ziel ist dir im Weg, aber das Ziel ist auch ja. Im Weg schon mit drin, irgendwie so. Das Ziel ist im Weg, das ist sehr schön. Irgendwie so, glaube ich, war das merken. Ja. Ja, war von Nils, fand ja. Ich auch sehr, sehr treffend zu unserer Berufsgruppe. Ja, ja, es ist halt einfach eine Reise. Ne? Man kann gar nicht sagen, wo geht es noch überall hin, aber es ist total spannend, was man noch alles auf der Reise mitnehmen darf. Ja, und der Prozess, der macht so viel Spaß und der ist so spannend und dann erst in der Retrospektive merkt man, ach ja, krass, vor 5 Jahren konnte ich mir das ja noch gar nicht vorstellen. Ach krass, vor 10 Jahren habe ich ja daran überhaupt nicht gedacht, dass ich das und das irgendwann mal machen werde. Und siehe, jetzt bin ich hier und so. Genau. Ja. Ja. Alle Links zu all deinen Projekten, zu den Shows, die verlinken wir natürlich wie immer hier unter dem Video, genauso auch in den Shownotes vom Podcast, sodass ihr alles nachlesen könnt, wann die nächsten Termine anstehen, Julias Website euch julia-torgler.com auch anschauen könnt, wo alle Angebote, auch Online-Angebote zu finden sind. Und natürlich auch alles vom Vintage Varieté. Das verlinken wir natürlich selbstverständlich. Wenn ihr Spaß hattet heute beim Podcast, dann freue ich mich über eine positive Bewertung, einen Daumen, ein Abo. Alles das wäre fantastisch schön. Denkt nochmal dran, der neue Kanal Podcast ist echt nicht einfach. Startet dann richtig durch ab dem 1. März mit allen 80 Folgen vom Podcast. Schön aufsortiert in der Library. Wie heißt das noch auf Deutsch? Im Verzeichnis? Bücherei? In der, also so, ihr findet die dann alle da in so einer Liste. Das wollte ich sagen. Liebe Julia, ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf all deinen Wegen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder und nicht mit so einem langen Delay wie dieses Mal. Aber remote haben wir uns ja auch schon ab und zu mal wieder gesehen. Und genau, weiterhin viel Erfolg auf allen Projekten, die du so angehst. Danke dir, Dan. Es war ganz schön, dich wiederzusehen und dir natürlich auch ganz viel Erfolg. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Jo, das soll es gewesen sein. Euch allen eine gute Woche, eine gute Zeit. Habt viel Spaß. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Folge. Podcast ist echt nicht einfach.